Ein besonderes, ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Pandemie verlangt uns große Opfer ab, in allen Lebensbereichen. Wir haben uns diese Herausforderung nicht ausgesucht, aber wir haben den Kampf gegen Corona aufgenommen und wir führen ihn mit aller Entschlossenheit. Die Bewältigung der Pandemie bedeutet einen historischen Kraftakt. Besonders für eine so lebendige, offene und lebensfrohe Metropole wie Berlin. Gesundheitsschutz und die Rettung von Menschenleben. Das ist und bleibt das Wichtigste. Doch der Kampf gegen Corona hat Folgen. Schulen und Kitas sind geschlossen. Das wirtschaftliche und kulturelle Leben ruht. Wir haben viel Geld in die Hand genommen. Es geht um Arbeitsplätze, um Existenzen, um das vielfältige Kulturleben, um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wir müssen weiter sichern und schützen, was unser Berlin ausmacht. In meinen Gesprächen mit den Menschen erfahre ich für den Gesundheitsschutz viel Zuspruch. Der Erfolg der Maßnahmen hängt allerdings nicht nur von den Regeln ab, sondern vor allem auch davon, dass wir diese Regeln einhalten. Ich danke allen Berlinerinnen und Berlinern, die sich und andere schützen. Mein größter Dank gilt besonders in diesen Tagen den unzähligen fleißigen und stillen Helden des Alltags, der Krankenschwester, dem Altenpfleger, der Ärztin und allen anderen, die Enormes leisten, die regelrecht über sich hinauswachsen. Das Weihnachtsfest wird anders werden. Deshalb ist es gerade in diesem Jahr so wichtig, Weihnachten als das zu verstehen, was es ist. Ein Fest der Hoffnung. Und wir können mit Mut und Zuversicht auf das neue Jahr blicken. Wenn wir alle weiter zusammenhalten, werden wir das Virus besiegen. Wir werden unsere Freiheiten zurückbekommen und gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Ich wünsche Ihnen ein frohes, ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes neues Jahr.